Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. 7 Minuten 33 noch, bis unten das Ding jetzt endlich fertig ist. Ich habe, ich Dulli, keinen... Oh, das war geil. Kein Screenshot gemacht für die letzte Folge. Ich weiß nicht, ob man das hier so dann irgendwie erahnen kann. Schauen wir mal. Hauptsache, ich habe ein Bild. Gut, also 11 Minuten braucht das Ganze noch. Hier draußen diese komischen Holzplanken brauche ich hier, glaube ich, auch nicht. Das macht dann keinen Sinn mehr, wenn oben uns dieser ganze Sims fehlt. Das ist ja dann nicht so... Nicht so, nützlich. Das heißt, ich würde da tatsächlich gerne sowas wie hier drinnen, ne? So eine Pole dran machen. Damit das da oben einen Abschluss hat. Das sieht ja sonst ein bisschen scheiße aus. Ja gut, Türe auf, bitte. Türe zu, bitte. Da wir noch ein bisschen Zeit verbringen müssen, bis, Monseigneur Werkbank uns dieses wunderschöne Gebilde da fertig gemacht hat, würde ich jetzt einfach mal kurz in Baustoffe den Kram hier wegballern. Die Dinger wieder nach unten setzen. Werkzeuge. Kommt der Vogel nicht rein, aber die Nagelpistole. Ja, auch meinetwegen er. Na komm raus da. Der bleibt hier. Der bleibt dort. Technik, kommt das da weg. Und ich nehme hier Händler, Staff, dann noch einmal oder so, das hier, damit ich das reparieren kann. 194 zu 453, ja. Das ergibt doch mal Sinn. Hätte ich noch irgendwas Klamottentechnisches, was es zu reparieren gilt? Nö, das ist so weit eigentlich alles ganz nett. Also, ja, kann man mal machen. So. Und wir schwingen uns mal kurz ins Fahrzeug. Du kannst aber bitte einfach kurz ausgehen. Ich brauche dich noch nicht. Noch ergibt das keinen Sinn, was wir hier oben tun. Deswegen kannst du bitte bleiben, wie du bist. So, und zwar einmal hier zum Bob. Zum Bob, Bob, Bob. Und da hinten ist auch noch eine Quest. Warum haben wir denn hier noch eine Quest? Achso, ist wahrscheinlich von dem anderen Händler da hinten. Ja, 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 ja. Ja, 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 nee, ja, nee, ja, ja, ja. Aber vorher möchte ich erstmal bei dem Händler hier vorbeischauen. Quietsch. Ob ich da nicht noch irgendeine Quest abzugeben habe oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Hello, my friend. Habe ich nicht. Okay, dann würde ich dir gerne das Ding verkaufen. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Und auch die zwei Silberklumpens. Die bringen mir zwar nicht so viel, aber besser verkaufen, als dass sie mir rumliegen. Oh. Wie? Kein Verkaufspreis. Hier steht doch 90.000. Ach, habe ich nicht. Deswegen. Schade. Das wäre natürlich jetzt easy, ne? Zack, einmal Tragschrauber kaufen und fertig ist die Laube. Aber leider nein, leider gar nicht. Naja, man kann nicht alles haben. Hier ist nur Schund. Die Baupläne brauche ich nicht. Nö. 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 Warte nochmal, hier bei Technik eben reingucken. Nee. Safe travels. Ja, ja, du mich auch. Save mal auch, save mal auch deine Travels. Komm, mach die Tür zu. Jupp. Auch schön, dass man mitten in die geöffnete Tür läuft. Okay, okay.
Wo war denn hier das mit der Quest und was ist das für ein Gebäude? Dann fahren wir doch da mal hin. Und dann ist die Frage, ob sich nämlich guck mal. Wanderhorde oder sowas. Das geht ja gut. Aber das hätte ich ja auch mal nicht gedacht, dass ich mal doch tatsächlich sehr... Oh Gott, nicht genügend Ausdauer. Adäquat mit dem Knüppel zurechtkomme tatsächlich. War es das? Ja, scheinbar schon. Sehr schön. So, welches Haus ist das jetzt mit dem... mit der Quest? Achso, das hier, ne? Ja gut, da würde ich gerne nochmal, wo wir doch sowieso schon hier zu Hause sind... die Waffe wechseln. Denn wie gesagt, das Ding da unten ist aber für mich nicht geeignet. So, Waffe, was habe ich denn da drin für Mods? Keine, die ich jetzt adäquat gebrauchen könnte. Ich würde, glaube ich, gerne die Schrottflinte mitnehmen und auch die AK. Aber die Schrottflinte muss erstmal repariert werden. Und dann brauche ich natürlich noch dementsprechende Muni. Zion. Die ist aber fancy rot. Hab ich hier noch rot? Hätte ich sogar noch, weil, ne, ihr wisst es, Waffen sind rot. So, und müssen jetzt auch schon wieder nachgeladen werden. Müsste das da drüben sein, ja, ja. Das nette Haus, wo ich sowieso schon mal gelootet hatte. Ich parke einfach hier vorne. Wie geht's mir sonst so? Ja. Okay, was könnte ich jetzt hiervon vielleicht... Das brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Das Ding gegebenenfalls... Nee, die Schaufel brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber die mit hier und ändere das hier noch. Der Bohrer kann hier bleiben. Genauso wie das ganze Münzwerk. Tragen das Ding auch. Auch das Ding hier. Sehr schön. Und dann hoffen wir mal, dass das hier mit funktioniert. Wo ist denn hier das Ausrufezeichen? Und wer bist denn du? Ach, das Ausrufezeichen ist wahrscheinlich wieder hier hinten unten, ja. So mit O. Dim, dim. Dankeschön, Wiedersehen. Und ab dafür. Was ist denn hier? Was ist denn hier, Ambach? Ich soll was? Bringe die Vorräte zurück. White River Supply. Okay, und wahrscheinlich auch wieder dementsprechend mich in der Wohnung aufhalten.
auch schön, dass ich mich bei diesen Gebäuden hier so null mehr auskenne, im Sinne von, dass ich immer wieder vergesse, wo hier wer wie und was ist. Ich mag diesen Mini-Bunker hier am Rande des irgendwas. Das finde ich voll cool gemacht. Aber der Loot hier drin könnte noch besser sein. Dich droppe ich, dich zerlege ich. Ich weiß nicht, was kommt da raus. Leder, das trifft sich immer gut. Ach, der Kühlschrank ist auch lootbar, na dann. Was bringt mir das? Das hier im Verkauf? 160, ja gut, dann behalten wir das doch mal. Wer lootet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Lu. Das alte Rind. Also die Schrotflinte ist zwar nett, ne, aber die hier hat einfach tatsächlich wesentlich mehr Wurms hintereinander weg. Kriegt man dafür auch noch eine Erweiterung, dass man da mehr Schuss reinsetzen kann? Huiuiuiui. Na toll, eine fancy Hose wollte ich schon immer mal haben. Irgendwas hat da Klick gemacht. Ach so. Huch. Das kann sie. Nicht so viel. Die kam, glaube ich, irgendwo da raus. Hier ist nichts drin. Oben ist auch nichts drauf. Sehr viele schöne Essensdosen, da war ich schon dran. Wollte ich schon immer mal haben. Ach, es spiegelt tatsächlich ein bisschen. Das war interessant. Okay, hier ist wieder vorne. Da ist die Garage. Achso, es ist ein Ledersessel. Ich dachte, was steht denn da komisches unten rum? Aber gut. Juhu, Stoff. Das Nonplusultra zum Nähen oder Nicht-Nähen. So viel Schmarrn dabei jetzt hier, aber gut. Garage. Dankeschön, dass du auch mal zeitnah mir das dementsprechende... Du bist infiziert. Mal wieder. Also ich glaube, so häufig infiziert wie in dieser Aufnahmesession war ich schon lange nicht mehr. Aber dafür finde ich Dosensuppen en masse. Das ist ja auch nett. Das findet auch nicht jeder und nicht immer. Ein bisschen Antibiotikum hätte ich jetzt aber auch nichts gegen, ne? Die ist zerstört. Ja gut, dann ist sie das halt. Wahrscheinlich sind meine Taschen sowieso gleich wieder brechend voll. Aber auch das ist ja nichts Neues.
aber vielleicht komme ich nah genug an mein Auto ran, dass ich hier zumindest den Kram schon mal loswerden kann, den ich so nicht brauche. Es wird sich zwar davon das ein oder andere wieder finden, aber das schadet ja nichts, dass ich das schon mal loswerde hier. Oh, toll. So viel Kram, den ich sonst auch immer wieder verkaufe, ne? Gut. So. Dann wieder rein hier. Da oben war, glaube ich, irgendwas drauf. Drin, drum dran. Komm, geh weg jetzt hier. Hier vorne vielleicht. Nee, ich glaube noch eine weiter. Na, mal gucken, was dabei rauskommt. Na, immerhin. Ein Vierer-Schlagstock. Okay, das ist da. Wo ging's denn hier in diesen... Da ist nochmal ganz viel Njom Njom. Okay. Ich hätte eigentlich jetzt damit gerechnet, dass hier irgendwie... Aber ist Gott sei Dank wohl nicht. Was habe ich denn da? Ein Autochassis? Komm, dich... lese ich doch einfach mal. Ja, geil, ein 4x4 Chassis. Eine Stahlaxt. Was kann die denn hier besser? 23, 42, 71. 30, 67. Die ist schon... Die ist schon auch geil, ne? Momang. Hol jetzt mal das hier alles raus. Verändern. Ah, kriege ich natürlich nicht alles rein. Aber wie sieht sie denn aus eigentlich hier? Ja gut. Also es wäre schon schöner, wenn die, wenn ich da alle Mods reinkriegen würde. Aber dazu müsste ich halt eben mindestens eine 5er haben. Da kommt auch schon mein... Meine Lieferung. Wo auch immer sie... Da hinten irgendwo. Karte bitte. In diese Richtung. Zip. Oh toll, im verbrannten... Muss das sein? So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind hier ja noch nicht fertig. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Beinbruch oder wie oder was? Warum überhaupt? Verstauchtes Bein. Oh, wer bist du denn? Ja, läuft bei mir, ne? Nicht gut, aber läuft. Also hier die Schrotflinte hat zwar echt gut Wumms, ne? Aber dass die nur so wenig Schuss hat, ist eher kontraproduktiv. Oh geil, zwei. Und beides kenne ich schon. Was bringt mir das? 100 und 160. Gut, ich kann nicht einfach lesen.
Was gelesen ist, ist ja auch nicht schlecht. Ist da oben was drauf? Nee, ich glaube nicht. Ach ja, so. Die schon. Mal wieder eine Pistole. Früher hat man viel mehr Pistolen im Klo gefunden. Damals. In der Alpha, was auch immer. Na? Ah. Wow. Also irgendwie ist der Loot hier ein bisschen ominös in diesem, in dieser Quest. Und eigentlich theoretisch gegebenenfalls normalerweise habe ich Stoff schon dabei, ja. Wäre die, die bringen wir immerhin 92 und die bringt mir 200, wäre die Folge jetzt eigentlich auch schon vorbei, aber jetzt auch nicht mittendrin, weil jetzt auch das Finale der Dings. Ach so, das war das ja. Es ist Aufnahmesession Finale Ende Finale Finale erster Akt. Da möchte ich jetzt ja eigentlich auch nicht mitten in der Dings drin abbrechen oder sowas, aber befürchte auch fast so viel mehr. Oh. Das bringt, glaube ich, Geld. Das auch. Das ist logisch. Möchte jetzt hier aber auch irgendwie, ne, die Folge nicht zu überlang machen, aber umgekehrt auch nicht mittendrin. Oh, schon wieder so ein dober Türknauf, ey. Also Messing habe ich tatsächlich, ich will nicht sagen genug, aber doch einiges. Hallo? Alter, ist jetzt hier mal gut mit dir? Wie oft willst du denn jetzt noch aufstehen, hm? Nur mal so, damit ich da einfach schon mal ein Gefühl für habe. Kann nicht wahr sein hier, ey. Sehr viel schöner Scheiß. Hier oben könnte die, ach so, die Dingens hinter sein, oder was? Nee, die ist unten, ne? Verdammt. Weil dafür brauche ich auch noch ein Plätzl. Plätzli. Da waren sie wieder, meine 12 Probleme. Ja, das macht Sinn. Was haben wir hier noch drin? Habe ich leere Gläser dabei? Habe ich wohl wahrscheinlich nicht. Ja gut, dann machen wir aus diesem Holz ja aber erstmal kurz ein paar Rahmenblöcke. Ich weiß ja gar nicht, wie viel, zu wie viel die so stecken. Und wird dann das hier lassen und das lieber mitnehmen, das Bier, wobei es ja ein Bier. So, der Rest ist hier geplündert. Achso, ich habe auch, seitdem ich den Bohrer benutzt habe, ich Dulli, falsch. Ich muss in Audio hier mal wieder ein bisschen mehr Wumms reingeben. Bei 65 war ich, glaube ich. 65 habe ich gesagt. So, dankeschön. Anwenden. Na, hallo. Ich
bin immer noch infektioniert. Ah. Toll, ein Cowboy-Hut. Messing, yay. Wollte ich schon immer mal haben. Komm, dich kann ich auch zerlegen, diese eine Dose. Auf die kommt es dann auch nicht mehr an. So, ich muss nach unten für die Kiste. Und noch weiter nach unten. Aber ich würde gerne erstmal gucken, wo war denn hier mein Gefährt? Das ist, glaube ich, hinten in der Garage, ne? Also hinten aus der Garage raus. Damit ich mal ein bisschen die Taschen wieder freikriege. Na komm, Dankeschön, bitteschön, Wiedersehen. Können wir gleich mal hier. So. Alles muss raus. Alles, was keine Miete zahlt. So viel Silber, sehr schön. Das heißt, prinzipiell den Hauptloot haben wir, glaube ich, eingesackt. Aber mir fehlt ja immer noch das, weswegen ich hier bin. Lass mich in Ruhe, du Vollhorst. Ich hätte mal wieder Hunger. Ist ja auch nichts Neues. Wie immer hier in diesem Spiel. Ich habe ja Dauerhunger sozusagen. Da oben drauf steht sie doch schon. Ich sehe sie doch schon. Aber ich glaube, ich bin hier trotzdem noch nicht entgelootet mit. Aber das trifft sich doch mal hier schon mal. Ach, guck doch mal hier. Zack. Nom nom. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ich tue was gegen meine Infektion. Jetzt tue ich noch mal ein bisschen was gegen meinen Hunger. So. Jetzt werden wir hier nochmal flott das Dingens fertig machen hier. Ach. Mensch, wäre ich von vornherein so da unten durchgegangen, wäre es das auch gewesen. Da hätte ich alles eingesackt. Oh, geil. Guck mal. Das Gärtchen hier werde ich doch mal schön mitnehmen. Weil so viel Kartoffeln. Und einfach, damit das hier nicht so... Also, ne, wenn, dann ernten wir hier schon alles ab. Aber ich finde, das sieht irgendwie immer ein bisschen furchtbar aus. Auch aus, wenn man dann sich hier das Haus anguckt. Und hier der Rasen ist so komplett plan weggemacht. Da ist ja wirklich nichts mehr. So, habe ich hier sonst noch irgendwas vergessen außenrum? Ne, sieht gut aus. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Mal kurz zurück zu meinem PKW hier. Dankeschön. Diese Quest kann weg. So, das heißt, wir haben jetzt hier was wir zurückgeben sollen und da was wir zurückgeben sollen. Aber da wir hier so nah bei uns zu Hause sind, würde ich sagen, fahren wir erstmal kurz nach Hause und in der nächsten Folge dann... Was, warum pumpelst du jetzt hier so rum? Habe ich wieder auf irgendeinem Auto geparkt? Nee. Wo wohnen wir denn da drüben? Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann endlich um unser... geschmackvolles neues elektrisches Garagentor. Quietsch.
den Scheiß zum Händler bringen. Weil das geht ja hier zum Händler. Was soll ich die Sachen mitschleppen, die sowieso zum Händler gehen? Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Jetzt habe ich hier zwei Kisten drin, ey. Das ist ja mehr als suboptimal. So, das wollte ich zum Händler geben. Das Ding bringt mir, glaube ich, nichts, ne? Primitiver Bogen. Ne, den kann ich zerlegen. Das kann der Händler gerne kriegen. Das hier sowieso. Auch dieses hier. Jenes. Und welches? Die Lederkapuze. Ja, komm. Was soll ich sie mit mir rumschleppen, wenn ich sie auch einfach verticken kann? Brauche ich noch so ein Chassis? Ach nö, komm. Was soll's? Verticken wir. Die könnte man noch einschmelzen. Und auch hier, die Taschenlampe geht auch mit zum Händler. Das Ding können wir da auch noch zerlegen. Dann habe ich das wenigstens noch dabei, seht ihr? Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge nach oben, leeren unsere Taschen aus, kümmern uns dann hier nochmal um das Garagentor, dass das endlich mal automatisch wird. Und machen uns dann, wenn die Zeit es zulässt, auf dem Weg zum Händler. Aber wir brauchen noch immer noch Beton, Zement, Stein, Sand, das Übliche. Und ja, das ist noch ein ganz schöner Akt. Aber ich sage erstmal Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!